Roboter. Herzlose Todesmaschinen. Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, dass sie kein Herz haben. Übererde hingegen hat ein großes Herz. Beweisen Sie Güte, Menschlichkeit. Nicht zögern, treten Sie Übererdes Streitkraft bei und vernichten Sie die Roboterbedrohung. Am Tag der Freiheit werden Sie zum Patrioten, den Ihre Familie braucht. Wenn Ihre Kinder zum Freiheitstagsfeuer stürmen und Geschenke aus den Flammen ziehen, sollten Sie ihnen etwas bieten. Geschenke für Helldivers. Denn in Übererde brauchen wir nicht nur Helden an der Front, sondern Helden hier in der Heimat. Unterstützt von der Ankunft der Helldivers. Heute startet Operation Wall der Tapferkeit. Laut Verteidigungsministerium sind die Terminiden bis Ende des Monats wieder sicher eingesperrt. Jetzt zu den Eilmeldungen. Gerade brandneu erreichen uns die ersten bestätigten Bilder der wachsenden Bedrohungen durch die Roboter. Wie wir gerade hören, hat der Präsident die Lage kommentiert. Ich zitiere. Wir verurteilen aufs Schärfste diesen unprovozierten Angriff auf die Demokratie. Die Helldivers machen sich in diesem Moment bereit für einen Schlag gegen die Militärstellungen der Roboter. Die Angreifer werden sehr schnell merken, mit wem sie es hier zu tun haben. Zitat Ende. Dieser Zwei-Fronten-Krieg wird die größte Mobilisierung der Helldivers seit dem Ersten Galaktischen Krieg sein. Das waren die Nachrichten. Ich bin Coretta Kelly. Möge die Freiheit sie leiten. Die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag der Freiheit ist verpflichtend und lustig. Sie sind aus den Farmen entkommen. Sie haben unschuldige Bürger von Übererde getötet. Jetzt wollen sie sie holen. Was sie jetzt noch aufhalten kann? Eine starke Wirtschaft! Lassen Sie Ihre Familie überleben. Stärken Sie sie durch Konsum. Abgestürzt auf einem unbekannten Planeten. Gestrandet. Mitten im Nirgendwo. Da hören Sie sie. Sie haben sie fast, zähneknirschend, giftglitzert im Licht der Zwillingsmonde. Plötzlich erinnern sie sich an ihre letzte Rettung. Eagle Sweat. Ein Sprüher und ihre Welt steht Kopf. Sie zähmen die Bestien, sind Herr über ihr Reich und dominieren als Gott den gesamten Kosmos. Und schon bald sind sie zu Hause. Eagle Sweat. Mit patentierter Nano-Duftstofftechnologie, die Duftmoleküle buchstäblich auf die Folter spannt, bis sie ihre Geheimnisse preisgeben. Eagle Sweat. Nicht nur ein Duft. Leben. Gelenkte Demokratie. Die Freiheit, die richtige Wahl zu treffen. Für Sie, Coretta Kelly. Nachdem die Termizid-Dispersionstürme nun auf allen Barrierewelten installiert sind, haben die Helldivers mit der vollständigen Aktivierung des Terminiden-Kontrollsystems begonnen.
Berichten zufolge erweist sich das Thermizid als äußerst wirksam. Und Experten sagen, dass der Nutzen für die Umwelt den Verlust einiger einheimischer Arten deutlich überwiegt. Gleich nach der Pause. Ein Kind mit Strahlenvergiftung erhält einen Überraschungsbesuch von seinem größten Helden. Bleiben Sie dran. Keine Sorge, Top-Wissenschaftler von Übererde haben bewiesen, dass Bugs keine Schmerzen fühlen. Erinnerung. Personal muss wöchentlich bis 4 Uhr eine Urinprobe abgeben. Hören Sie das? Den Klang schwerer Rüstung, die sich der Verbreitung von Demokratie in den Weg stellt. Und für Gegner, die viel schwerer gepanzert sind, brauchen sie auch viel schwerere Waffen. Genau das. Taktikausrüstungen brechen Panzer, die die Demokratie nicht durchdringen. Brash-Taktik. Wer sie nutzt, kann überleben. Und nun eine Kundmachung im Sinne der Freiheit. Arbeiten Sie hart für eine bessere Zukunft. Erde. Freiheit, Demokratie, Chancen, Unabhängigkeit, Wahlen, Freiheit. Kinder von Übererde, übt euch darin, bei euren Eltern rebellische Tendenzen zu erkennen. Dazu gehören etwa Geringschätzung von Übererde, Misstrauen in gelenkte Demokratie, das Stellen von Fragen. Und jegliche Sätze, die das Wort Alien-Rechte beinhalten. Ein Bericht heute kann morgen Leben retten. Verbündeten Zerstörer empfangen. Missionskoordinaten. Verbündeter Zerstörer im Aktiviere Orbitaldüsen. Synchronisiert. Wie wär's hier? Initiiert.
Sie sind schnell zurück. Gut gemacht. Helldiver, schön, Sie an Bord zu haben. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen.